Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Behandlung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Grüne hat gezeigt, und eigentlich auch heute die Debatte, wie notwendig die öffentliche Debatte zu scheinbar einleuchtenden und schon von vielen Fachgremien vorgelegten Maßnahmen einer enkelgerechten Stadtentwicklung, gerade auch für sogenannte Entscheidungsträger wie die Mitglieder der Regierungsfraktion ist. Die Grundfrage ist doch, wie schaffen wir es, dass richtige und notwendige Maßnahmen von der Stadtgesellschaft mitgetragen und umgesetzt werden. Teilweise erfolgt es ja schon, gute Beispiele sind heute genannt worden. Es ist aber auch ein Streit über Instrumente zur Umsetzung von notwendigen Maßnahmen, also Instrumente wie der gesetzlichen Festlegung und verbindlichen Bauauflagen auf der einen Seite und der marktantreibenden Förderprogramme mit Geldern der öffentlichen Hand mit erschwerter Steuerung durch die Freiwilligkeit der Teilnahme an den Förderprogrammen. Am Beispiel der Dachbegrünung zur Verbesserung der bauklimatischen Bedingungen, des Regenwassermanagements, der Freiraumgestaltung, der Artenvielfalt wurde das bisherige Scheitern der Regierungspolitik und der Senatsverwaltung bei der Umsetzung von Wissen in Handeln besonders sichtbar. Warum sage ich das? Wir haben nämlich schon eine Vielzahl von Strategien. Der Stadtentwicklungsplan Klima und die Planungshinweiskarte Stadtklima 2015 mit den dazugehörigen ausführlichen Begleitdokumenten sind Beispiele genug, wie weit die Erkenntnisse zum Erreichen einer gesunden Stadt und des Klimas darin bereits für Berlin aufgearbeitet wurden. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Altug. Bitte. Bitte. Danke, Frau Vorsitzende. Präsidentin, ich habe eine Frage. Frau Kollegin Blatter, wie Sie wissen, haben Sie ja zwischen 2001 und 2011 mitregiert. Und ich möchte gerne von Ihnen wissen, was Sie in dieser Zeit bezüglich der Berliner grünen Dächer oder Dachbegrünung gemacht haben. Danke. Geht jetzt das hier weiter, ja. Ich sage es mal so, dieses Dokument, den Stadtentwicklungsplan Klima, da haben wir darauf hingewirkt, dass der erstellt wird. Also es ging ja auch erstmal darum, was kann man alles tun. Und ich sage mal, wer heute darüber spricht, wir müssen da noch mehr reinschreiben und noch irgendwie was erfinden, kann ich nur sagen, hat es nicht richtig gelesen. Ich habe es schon im Ausschuss gesagt, Grundlagen sind da. Es sind kleinere Projekte auch in unserer Regierungszeit gelaufen. Da ging es erstmal nur um Höfe. Und ich denke, wenn man sich in der Stadt anschaut, hat man auch gemerkt, dass gerade auch mit den Verbänden hier die Möglichkeit geschaffen wurde, Informationen auch an die einzelnen Bürger zu tragen. Das passiert auch unter der Regierungsbeteiligung. Das Klima hat sich weiterentwickelt. Die Horrormeldungen sind auch weitergegangen. Und ich denke schon, dass es eben jetzt auch wichtig ist. Und deswegen auch einen herzlichen Dank an Ihre Fraktion, dass Sie das Thema nochmal aufgegriffen haben, hier an dem Thema weiterzuarbeiten. Aber was muss nun folgen? Es geht natürlich um die zügige Abarbeitung von Maßnahmen. Und wenn ich jetzt schon den Stadtentwicklungsplan Klima genannt habe, gibt es ja noch den anderen Teil der Planungshinweiskarte. Und auch dort sind viele grüne Maßnahmen drin, ja, die man gerne auch in die Vorbildwirkung der öffentlichen Hand einfliegen lassen kann. Und es geht eben nicht so wie in dem Antrag der Koalition um weitere Prüfaufträge, weil da sehen wir eher ein Verzetteln. Wir brauchen eine Umsetzung. Wir haben uns die rechtliche Debatte auch noch mal angeschaut, die in den letzten Jahren zur Festsetzung von Dachbegrünungen erfolgt sind. Es gab eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Schleswig-Holstein schon 1994, die Zumutbarkeit solcher Auflagen noch mal bestätigt hat. Oder prüfen Sie auch gerne noch mal die Hessische Bauordnung, die in Ihren Gemeinden im Satzungsrecht die Möglichkeit eröffnet, über eigene Vorschriften auch die Begrünung von baulichen Anlagen einzuräumen. Gute Beispiele sind schon genannt worden und es gibt in den Bezirken auch noch den Bezirk Lichtenberg zu nennen, der textliche Festsetzung zur Dachbegrünung in den Bebauungsplänen verankert hat. Wenn ich mich richtig daran erinnern kann, waren es immer so 30%. Also warum der Senat seine Möglichkeiten bisher nicht genutzt hat, den Bezirken durch Rundbriefe, Verwaltungsvorschriften und ähnliche
Ähnliches zum einheitlichen Handeln aufzufordern, ist auch gestern im Ausschuss eher ein Geheimnis geblieben. Kurzum, wenn die Koalition einen Auftrag des Parlaments für weitere Gutachten, die sie nicht lesen werden, und eine überarbeitete Neuauflage des Stadtentwicklungsplans Klimas mit dem Vorwort diesmal von Herrn Geisel benötigen. Herrn Geisel sage ich deshalb, weil natürlich von Frau Junge-Reyer das Exemplar schon da ist und auch vom damaligen Senator Müller ein Exemplar existiert. Gerne tun Sie das, können Sie also heute beschließen. Aber bei der Verschwendung von personellen und finanziellen Ressourcen zur Prüfung von Dingen, die andernorts schon auf dem Tisch liegen, werden wir Sie nicht unterstützen. Wenn es aber um die Umsetzung von zielgerichteten Maßnahmen geht, und es geht auch gerne nochmal an Sie, Dr. Altug, dann stimmen wir heute und sollten auch Sie von der Koalition dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grad zustimmen. So wie wir es im Ausschuss getan haben, werden wir es auch heute tun. Vielen Dank.